Hallo und herzlich willkommen bei Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Du ziehst weiter, bleibe in Verbindung. Der Slogan von Facebook, einem der weltweit größten sozialen Netzwerke, verspricht das, was sich viele wünschen: stabile und verlässliche Beziehungen. Aber Facebook beweist auch das Gegenteil: vorgetäuschte Freundschaften, Beziehungsaus, Fake-Profile oder enttäuschendes Kommunikationsverhalten. Wie ändert sich Kommunikation? Wie ändern sich Beziehungen durch die sozialen Netzwerke? Und welche Rolle spielt dabei die Kirche? Das ist Thema bei uns heute in der Sendung. Zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Frau Corinna Smrczek. Sie macht Internet-Streetwork bei der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart im Bereich Jugend- und Familienhilfe des Caritasverbandes Stuttgart. Michael Schlegel, er ist Pastoralreferent und er leitet die katholische Studentengemeinde in Furtwangen und organisiert pastorale Projekte über Facebook. Pater Alfred Tönnies, er ist Ordenspriester bei den Oblaten in Schemmerhofen, bei Biberach und Seelsorger in Facebook. Herzlich willkommen. Bevor wir ins Gespräch starten, schauen wir uns einen kleinen Film an, wie Beziehung heute gelingt oder eben nicht. Wer ist eigentlich Sabrina M. Fragezeichen. Sabrina M. Hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Seit Montag seid ihr auf Facebook befreundet. Doppelpunkt minus Klammer auf. Ach, die habe ich auf einer Party kennengelernt. Ausrufezeichen, Herzchen. Und warum hat sie dich angestupst? Fragezeichen. Na und? Fragezeichen ist doch nichts dabei. Ausrufezeichen. Aber du hast sie zurückgestupst. Jetzt zick mal nicht rum. Ficke? Punkt, 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 Fragezeichen. Hoffe. Klammer zu, Augenroll. Es ist aus. Du unsensibler Arsch. Hoffe. What? S-O-R-R-I-Y. Sorry! Ich bin im Park, alleine. Sightseeing in Stuttgart. Mag jemand einen Kaffee? Hallo. Party, mag wer das leiden? Die Sonne scheint. Der Liebste möchte das. Ja, hallo meine Lieben. Heute kommt jemand zu mir? Grüß dich, Thorsten. Ich bin's. Facebook? Okay. Wie fühlst du dich heute? Ich möchte dir ein paar Freunde vorschlagen. Ja, bitte. Ja? Jörn Precht hat leider noch kein Profilbild, aber 125 gemeinsame Freunde. Ich habe genug Freunde, muss ich ablehnen. Rainer, 79 gemeinsame Freunde und eine Vorliebe fürs Wandern. Okay. Macht einen sympathischen Eindruck. Ach, ist ja eigentlich auch egal. Ja, nehme ich an. Alles klar, angenommen. Maria, keine gemeinsamen Freunde, aber Single. Keine Freunde. Das ist bestimmt ein Fake-Profil. Nee, lehne ich ab. Na dann. Alfred, Sie sind Priester und täglich online auf Facebook. Was heißt täglich? Jeden Abend, so etwa von 10 Uhr bis um 0 Uhr. Ich lese dabei Zeitung, meistens die Frankfurter noch mit, und dann bin ich bei Facebook online und schaue, was da ist, wer sich meldet, wen ich vielleicht mal eben anklicke und irgendwie frage, wie geht's oder so. Ich kenne ja die meisten Leute und das ist sehr interessant. Wie viele Freunde haben Sie auf Facebook? Es müssten jetzt so 1000 sein oder so in dem Bereich. Aha.
Staunenswert, Frau Smrzycik. Sie nutzen Facebook ja auch dienstlich. Wie viele Stunden verbringen Sie denn auf Facebook, um zu kommunizieren mit Menschen? Im beruflichen Kontext würde ich immer sagen, so eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag. Also es ist bewusst begrenzt, weil es ist ja auch so eine uferlose Sache. Und genau. Das finde ich schön. Herr Schlegel, wie viele Stunden bringen Sie so am Tag? Eigentlich bin ich fast immer online. Also während ich arbeite, habe ich es meistens im Hintergrund im PC auf. Und dann, oder auch wenn ich unterwegs bin, dadurch, dass ich ein Smartphone habe, bin ich eigentlich immer online. Dadurch, dass ich das einfach auch privat sehr stark nutze, aber auch dann dienstlich, so überschneidet sich das einfach auch. Und so bin ich immer wieder online und immer bereit für Gespräche, auch um auch Dinge zu organisieren. Also da ist... Sind Sie schon süchtig nach Facebook? Nein. Ich habe auch nur halb so viele Freunde wie Pater Alfred. Ah, okay. Also wenn ich Ihnen so zuhöre... Das zeigt die Sucht, wenn ich halb so viel. Also. Ich stelle fest, Sie gehören zu den durchschnittlichen Facebook-Nutzern, denn nach Analyse sind weltweit nach Eigenangabe von Facebook rund 1 Milliarde Menschen täglich im Internet, also mit Facebook. In Deutschland sind es rund 2,4 Stunden, die ein über 40-jähriger Nutzer auf Facebook verbringt. Wir haben einen kleinen Film gemacht und eine Umfrage gemacht. Wie hast du es mit Facebook? Schauen wir uns mal die kleine Umfrage an. Ja, ich nutze Facebook, um Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Ich habe einen Kumpel in Holland, der studiert dort und wir kommunizieren dann halt viel über Facebook, dass ich einfach... eine einfache Handhabung ist, als wenn wir jedes Mal einen Termin raussuchen müssten, um zu telefonieren oder so. Und die Freundschaft hat sich eigentlich jetzt nicht groß verändert, da er ja regelmäßig auch wieder zurückkommt und dann ist ein schöner Ausgleich einfach. Also Beziehungen im Web 2.0, damit habe ich gar keine Erfahrung, weil ich nicht Mitglied bei Facebook bin. Und ich bin nicht Mitglied, weil es mich irgendwie gar nicht interessiert. Also ich denke mir, ich habe so eh schon wenig Zeit, mich mit meinen Freunden im echten Leben zu treffen und dann irgendwie mich vor den Computer zu setzen und mich dort mit denen zu unterhalten. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich heiße Lukas Grimm, bin 15 Jahre alt und ich habe persönlich kein Facebook. Ich hätte aber gern eins, aber meine Eltern erlauben es mir nicht, weil Facebook und Internet allgemein einfach zu gefährlich ist, finden meine Eltern. Ich hatte auch eine Mitschülerin in der Schule und die hatte auch Facebook und die wurde auch durch Facebook gemobbt. Andere Mitschüler, die fanden sie einfach nicht cool genug für ihre Clique. Und dann haben sie sie per Facebook gemobbt, indem sie jeden Beitrag einfach zugespammt haben und Ausdrücke hingeschrieben haben. Und die konnte sie dann Facebook melden und die wurden dann gelöscht. Und sie ist jetzt auch aus Facebook raus. Es gibt Beziehungen, die durch Facebook sich wieder neu gefunden haben. Und ich glaube, wenn es Facebook nicht mehr gäbe, wird es auch langsam auslaufen. Also es hat sich wirklich was verändert. Und ich habe zum Beispiel auch, gibt es ja die Geburtstagsanzeigen, wo ich oft kurz poste und sage, herzlichen Glückwunsch und schicke einen Segen, einen Geburtstagssegen über Facebook. Das würde ich nicht machen, wenn es Facebook nicht gäbe. Wenn ich 18 bin, dann würde ich mir Facebook selber machen, weil, also irgendwie um die Eltern zu provozieren, aber dann auch, dass man mit den Freunden jetzt endlich mehr chatten kann. Wenn ich was poste, überlege ich mir immer ganz bewusst, würde ich das unten auf dem Marktplatz auf die Litfaßsäule schreiben? Ist das wirklich auch für die Öffentlichkeit? Und also ich möchte auch nicht zu sehr in mein Privatleben. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Es ist ja ein weltweites Netz. Wo möchte ich wirklich auch geschützt werden? Und die Gefahr ist wirklich da. Die Gefahr ist wirklich da. Frau Smrzycik, Sie arbeiten ja beruflich als Internet-Streetworkerin. Haben Sie da auch mit diesen Gefahren zu tun? Welche Idee steckt dahinter, Internet-Streetwork?
Zuerst muss ich den Begriff mal ein bisschen erklären. Ich bin ja nicht Internet-Streetworkerin an sich, sondern ich bin Sozialpädagogin und arbeite bei der mobilen Jugendarbeit. Das heißt, mobile Jugendarbeit, wir sind sehr nah dran an den Jugendlichen und arbeiten in vielen verschiedenen Kontexten. In der Schule, in Form von Projekten und Schulsozialarbeit, in Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe auf der Straße. Und wir haben in den letzten Jahren natürlich mit unseren Jugendlichen bemerkt oder an den Jugendlichen bemerkt, dass das Internet immer mehr Bedeutung gewinnt. Und das hat sich auch in dem unmittelbaren Kontakt hat sich das ganz stark gezeigt. Und dann haben ganz, ganz viele Kollegen gesagt, sie würden ganz gerne auch diese sozialen Netzwerke nutzen, um mit den Kids zu kommunizieren, in Kontakt zu bleiben. Und unser Träger hat dann gesagt, naja, wenn wir uns auf den Weg machen, dann würden wir das ganz gerne mit einem Arbeitsauftrag, mit einem Ziel, mit einem bestimmten, mit Spielregeln machen. Und daraufhin haben wir dann das Fraunhofer-Institut beauftragt und haben da so eine Art Studie draus gemacht, ein Projekt, das jetzt läuft seit 2 Jahren. Und wir nennen das Internet-Streetwork, weil wir nach einem Begriff gesucht haben. Wir merken, dass das sehr medienwirksam ist. An sich ist es ein weiteres Mittel der Kontaktpflege. Für uns ist Beziehungsarbeit nach wie vor das A und O. Und die Face-to-Face-Beziehung bzw. der Kontakt. Und wir haben ganz arg wenig Zugänge übers Internet. Es ist tatsächlich Kontaktpflege und Stimmungsabfrage. Was tut sich da? Es ist schon eine Erweiterung vom sozialen Lebensraum, wie wir finden, der Jugendlichen. Und unsere Aufgabe ist es, die da abzuholen, wo sie sind. Und auch natürlich mit denen in Kontakt zu treten, wenn sie online sind. Das sind sie, wie wir vorhin gehört haben, ganz schön viel am Tag. Und ich finde, um mitreden zu können, um mit den Kids darüber reden zu können, ist es wichtig. Aber es ist genauso wichtig, sich abgrenzen zu können und gewisse Spielregeln zu haben auf Facebook als Sozialarbeiter. Was gibt es da für Spielregeln für die Kontaktaufnahme, auch wenn Sie mit jungen Menschen in Kontakt treten? Also eine Regel ist, dass wir keine Freundschaftsanfragen stellen, weil wir ja ganz genau wissen, dass das einen auch so ein bisschen unter Druck setzt. Sondern wir warten ab und nehmen grundsätzlich Freundschaftsanfragen an. Dann ist es so, dass Beratung eigentlich nicht, natürlich nie über Pinnwände stattfindet, sondern in dem halbwegs geschützten Rahmen der Nachrichten. Aber auch so hat sich das nicht bewährt. Also es ist so, dass wenn dann der eine oder andere irgendwie was Notfallmäßiges wissen will, dann schreibt man sich schon. Aber es ist eher so, das Smalltalk, das Termine abmachen, das zum Geburtstag gratulieren und die wirklichen Probleme oder die wirkliche Beratung findet face-to-face statt. Und das ist uns auch ganz arg wichtig, weil nur dieses Setting so eine vertrauensvolle Atmosphäre schafft, um mit den Teenies, mit denen wir hauptsächlich arbeiten, auch über schwierige Themen sprechen zu können. Herr Schlegel, diese Face-to-Face-Kommunikation, die kennen Sie auch aus Ihrem Arbeitsbereich. Sie haben die Firmung auf Facebook begleitet. Sind diese Freundschaften, die Firmenvorbereitung, sind das Freundschaften, die nur virtuell bestehen oder sind das echte Freundschaften und Beziehungsarbeit? Zwischen mir und den Jugendlichen oder zwischen den... Ja, also natürlich ist es zunächst mal so, wenn wir in eine Stadt kommen, dann hat man 160 Firmlinge. Das ist natürlich erstmal schwierig, da erstmal eine Freundschaft gleich hier zu haben. Trotzdem kann man eine Beziehung aufbauen und darum geht es eigentlich. Dass man mit Jugendlichen in Kontakt kommt und so wie Sie es gesagt haben, dass man sie wirklich dort abholt, wo sie sind, dass man sich auf ihre Kommunikationsgewohnheiten auch einlässt, dass man sie ernst nimmt mit dem, was sie mitbringen in ihrer Lebenswelt, dass das nicht irgendwie irgendwas Virtuelles ist, was gar nicht echt ist, sondern das ist Wirklichkeit, das ist deren Leben und Lebensraum. Und deswegen kann ich das voll bestätigen, was sie gesagt hat, ja, man kann wirklich dann auch noch mal die Face-to-Face-Kommunikation besser wagen. Gerade für Jugendliche ist es ganz oft so, wenn sie wenig mit Kirche zu tun hatten zuvor, dann ist für sie die Hemmschwelle relativ groß, zur Kirche zu gehen und zu sagen, ja, wer ist denn das? Ist der Pfarrer? Ist das Pastoralreferent? Da ist die Hemmschwelle groß. Und ich habe oft erlebt, dass diese Hemmschwelle durch Facebook etwas niedriger wurde und dass so auch leichter diese Face-to-Face-Kommunikation möglich wurde. Pater Alfred Tönnies, sind das auch Erfahrungen, die Sie bestätigen können für Beziehungsarbeit? Sie haben ja 1000 Freunde. Kennen Sie die alle persönlich und
Wie ist das? Nicht alle, aber die meisten kenne ich, ja. Und ich habe kaum Freundschaftsanfragen gestellt, sondern die meisten kamen eben. Wir lernen uns in der Regel kennen bei irgendwelchen Veranstaltungen oder manche erzählen von irgendwas. Also so über diese Ebene kommt das. Ich muss auch sagen, ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt 1000 Freunde zu haben, die ich jeden Tag treffe oder die ich jeden Tag irgendwo Sorgen oder Nöte oder Freuden oder irgendwas teilen. Sondern manches geht halt über eine gewisse Zeit auch ein bisschen lockerer oder so. Aber man ist da und das ist für mich das Entscheidende. Ich kann sagen, bei meinen Freunden, wenn ich abends auf Facebook bin, dann bin ich da und jeder kann irgendwie sich bei mir melden. Er sieht den grünen Punkt, er sieht einfach, dass ich da bin. Und das ist mir das Wichtige, die Präsenz und das Dasein. Und ich kann in meinen Gemeinden oder auch wo ich bin sagen, ihr könnt mir schreiben, ihr kriegt eine Antwort von mir, eine persönliche Antwort von mir. Und ich denke, das ist eine tolle Situation. Disziplin, was Sie auch sagten, ist genau das Richtige. Ich habe Facebook nicht auf meinem Smartphone. Habe ich nicht, bewusst nicht, weil ich sonst tagsüber abgelenkt werde und dann will ich immer draufschauen und gucken, ob was ist. Sondern ich habe Facebook nur auf meinem Laptop und wenn ich abends eben da sitze oder auch im Bett liege und das dran habe, dann kann ich dementsprechend reagieren. Also eine gewisse Disziplin, aber die Erfahrung, die er gemacht hat, meine Freunde, ohne dass ich jetzt irgendeinen qualifizieren will, sind viele, die mit Kirche wenig zu tun haben oder auch gar nichts zu tun haben. Ich habe auch Leute, die in gar keiner Kirche sind und auch welche, die nur im Islam verankert sind oder so. Das ist ganz unterschiedlich. Auch die Hemmschwelle ist nicht so hoch. Man kann eben schnell mal irgendwas schicken und man muss nicht groß formal, selbst Leute, die nicht gut Deutsch können, Sie sind ja Österreicherin und können gut Deutsch, aber wenn man, sagen wir, irgendwie mit Leuten zu tun hat, die jetzt nicht gut Deutsch sprechen können, die können dann eben auch mal kurz mal ein Hallo sagen. Und solche Leute habe ich durch meine Flüchtlingsarbeit, auch mit Syrien und so. Also ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Sie haben jetzt ihm das unterstützt. Wie sehen Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie denn, wenn Sie sagen, ja, das ist so, auch bei mir? Ja, also man hat wirklich eine ganz große Palette von Freundschaften, von Leuten, die wirklich etwas mit der Kirche zu tun haben, andere, die vielleicht überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben, die vielleicht sogar eher kirchenfeindlich sind, aber die man selber kennt und die einen kennengelernt haben und gesagt haben, die Kirche, das ist nichts für mich, aber dir stehe ich positiv gegenüber, dich mag ich. Und darüber läuft dann auch viel. Ja. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte, weil wir als Menschen präsent sind. Wir sind nicht in erster Linie als Institution präsent, sondern als, ebenso wie Sie es gesagt haben, als Seelsorger, als Angebot. Ja. Ja, niemand muss uns schreiben, jeder kann uns schreiben. Und das fand ich auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Sie stellen keine Freundschaftsanfragen, Sie beantworten sie genauso, ja. Sie auch. Und genauso sehe ich das auch, der erste Schritt soll eigentlich von den Jugendlichen kommen. Bei uns war es in der Firmenvorbereitung ähnlich. Ich habe natürlich einen Brief geschickt im Real Life, also nicht nur eine Facebook-Nachricht, sondern tatsächlich einen Brief, so ganz klassisch. Und daraufhin habe ich ihnen angekündigt, dass eben die Kommunikation auch über Facebook laufen wird. Und darüber kamen dann Freundschaftsanfragen, wurde diese Gruppe auch gefüllt, über die wir dann die Kommunikation hatten. Und ich fand das unheimlich spannend, mit diesen ganz unterschiedlichen Jugendlichen in diese Kommunikation zu gehen und immer mehr festzustellen, welche tiefen Fragen die mitbringen. Und wenn man immer heute sagt, man immer so, ja, früher war alles besser. Ne? Aber nein, diese tiefen Fragen, die Jugendliche mitbringen, das ist einfach faszinierend. Und ich selber kann von diesen Jugendlichen unheimlich viel lernen. Und ich erlebe meine Jugendlichen. Ich erlebe im Grunde genommen meine Pfarrei ganz anders, als ich, wenn ich als Pfarrer und das nicht hätte, dort leben würde. Ich erlebe, dass die posten Single. Vorher hatten sie Beziehung oder umgekehrt. Und ich kann dann eben schnell mal reagieren, so, Single jetzt wieder, was ist denn los? Oder sowas. Ne? Also ich kann viel mehr Anteil nehmen. Oder wenn die Bilder schicken. Heute gehen doch so viele nach Australien oder Amerika oder sonst was. Und wenn die Bilder posten, das ist doch sowas Schönes mitzubekommen. Aha, aus meiner Gemeinde ist jetzt einer in New York oder einer ist da oder so. Ich kann so viel Anteil nehmen an dieser Gemeinde. Mhm. Und das finde ich das Schöne. Früher konnte der Pfarrer das machen. Er hatte eine Gemeinde, er hatte vielleicht 500
500 Katholiken oder so und konnte da rumlaufen, konnte so Anteil nehmen, hat vieles gehört. Wir haben hierdurch die Chance, vieles da wahrzunehmen. Und darum ist es eine Riesenchance, so etwas zu machen. Und das ist, ne? Haben Sie denn auch Erfahrungen gemacht im Sinne von Seelsorge? Also, dass Sie gemerkt haben, die Menschen brauchen mich als Seelsorger? Also nicht nur jetzt Fotos angucken und Beziehungsstatus, sondern auch, wo wirklich, also was Sie vorher gesagt haben, in die Tiefe gehen ist, wo Menschen an die Grenzen kommen und wo Sie als Seelsorger jetzt gebraucht werden. Ich erlebe also ich spreche beides. Jetzt nicht von der Online-Beichte, aber vielleicht ich erlebe haben Sie beides. Da was erlebt. Ich erlebe beides. Ne? Mhm. Wir haben ja auch in unserer Seelsorgeeinheit Leute, die mit Selbstmord oder die mit diesen Dingen zu tun haben. Und die sind oft abends oder nachts unterwegs. Das wird man auch bei Internetseelsorge so wissen. Mhm. Und da können die ganz schnell mal, und das habe ich auch damit zu tun. Aber ich muss auch sagen, genauso wie Sie das auch eben gesagt haben, ich gehe nie eng dann in das Detail ein, sondern ich sage dann, gut, dann treffen wir uns noch mal eben. Kommen Sie doch mal eben zu uns hin ins Kloster. Ich komme dann runter und wir können noch da zusammensitzen kommen, kommen oder sowas. Auch wirklich? Kommen die kommen, daher, die kommen schon, weil die brauchen erstmal nur so einen Kontakt. Und die Leute, die bei mir ja als Freunde irgendwo drin sind, kennen ja mich auch und wissen auch viele schon. Also das sind ja jetzt nicht unbedingt immer neue, die dann da sind. Nun, diese Dinge einfach so zu leben, aber wenn es dann ins Konkrete geht, auch Beichte in diesem Sinne, eine Absolution gibt es nicht auf Facebook, aber man kann beichten, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie Mist gebaut hat oder sowas, ich habe meinem Opa da einen Reifen kaputt gemacht oder was weiß ich alles, also diese Dinge, das kann man ja dann in diesem Sinne beichten, aber die Absolution kann man nicht bekommen, aber man könnte dahin führen. Es geht darum, einfach auch darüber zu reden, ja. Aber also wir hatten jetzt alle drei, glaube ich, relativ positive Feedbacks geschildert. War bei mir natürlich auch so. Aber man merkt schon, dass es den Jugendlichen trotz allem, und da bin ich ganz bei Ihnen, ganz arg wichtig ist, diese wirklich echten Face-to-Face-Begegnungen zu haben. Also es ist, ich habe ganz, ganz wenig Jugendliche, die wirklich nur auf diesem, das sind dann vielleicht ehemalige oder so, mit denen man dann über Facebook Kontakt hat, aber die meisten kommen dann tatsächlich, wenn sie was brauchen und schätzen das. Also das ist dann eher so ein Andocken, sich mal wieder melden und das ersetzt tatsächlich nicht den Wunsch, mit einem Gegenüber auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Das heißt, was Jugendliche suchen, da sind Sie sich jetzt einig, ist Begleitung und Beratung. Oder überwiegt was in Ihrem Bereich jetzt als Internet-Streetworkerin? Ich denke, da kommen junge Menschen mit allen möglichen Fragen an Sie, oder? Ja, Begleitung ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Beratung auch. Aber auch, was Grenzen angeht, nämlich genau über ihr Verhalten im Netz selber, da sehe ich dann einfach auch eine ganz wichtige Aufgabe. Das würden die vielleicht so gar nicht formulieren, weil sie sehr unkritisch sind und unreflektiert mit der Art und Weise, wie sie mit ihrem Leben, dass sie da mehr oder weniger kunstvoll manchmal auch präsentieren in Form von Musik, Gedichten, Fotos. Ja, wie sie denn da tatsächlich rüberkommen. Und im Internet, finde ich, spüren wir ganz arg oft auch diese Grenzüberschreitung auf und sprechen den Einzelnen dann auch drauf an. Wenn er möchte, werden wir das dann vertiefen. Aber es ist schon so, dass wir auch beobachten. Also viele Dinge, die im Netz so ein bisschen aus dem Ruder laufen, also Jugendliche, die dann irgendwelche Partybilder auf ihrem Profil haben, die irgendwie auf dem Weg sind vom Übergang Schule zum Beruf, den muss man dann natürlich sagen, hör mal, also das ist jetzt... Machen Sie das dann auch? Natürlich. Also es gibt verschiedene Formen, wo wir dann reagieren. Also es gibt, wir suchen uns Anregungen über die Stimmung, die wir im Netz finden und formen die um in Form von Projektarbeit und gucken, dass wir mit den Kids von der Klasse 5 bis Klasse 10 zu den Themen wie Mobbing oder Ähnliches arbeiten. Aber auch natürlich das Thema Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. Und auch die Rolle, die ich als Sozialarbeiter habe. Ich weiß, ich bin ein geschätzter Erwachsener, der ganz arg viel wissen darf, weil er auch nichts weiter erzählt. Aber trotzdem finde ich es manchmal auch erschreckend, wie viel sie einen dann teilnehmen lassen. Weil letztendlich begegne ich ihnen in der Schule, auf der Straße, spreche mit denen über Liebeskummer, über ihren ersten Suff vielleicht so. Und ich denke, es muss aber auch einen Bereich geben, wo die Kids wo ich mich nicht einmische als Erwachsener. Ne? Und da bin ich selber so manchmal so ein bisschen fast schon schockiert, wie einfach es die einem machen, in deren Leben einzutreten. Aber Grenzen halte ich für ganz wichtig da auch, ne? Dass man also A, für sich selbst auch, aber auch im Grunde genommen vermittelt, wo Grenzen sein müssen. Und da
liebevoll, also auch Grenzen einfach setzt. Ich denke, dass Facebook ist eigentlich fast grenzenlos, weil es einfach weltweit ist, weil man mit vielen Leuten Kontakt haben kann. Aber Netzwerke gibt es ja nicht erst seit Facebook, sondern unser Netzwerk der Liebe, wenn ich es jetzt mal religiös sehe, das gibt es ja noch viel mehr, das hat viel mehr User. Und in diesem Netzwerk der Liebe, da geht die Verbindung ja auch grenzenlos, nämlich zu Gott, also in eine ganz andere Ebene auch hinein. Und diese Ebene kommt auch durch diese Netzwerke wieder zu den Menschen. Und dieses Grenzenlose ist etwas Schönes zu erleben, aber es setzt auch Grenzen. Nämlich ich muss das, was ich da im Grunde genommen auch empfinde und auch leben will, anderen weitergeben und muss helfen auch anderen Menschen. Wie helfen Sie? Wie geben Sie diese Verbindung zu Gott den Menschen weiter? Ganz konkret, gibt es da ein Beispiel? Ja, indem ich kann zum Beispiel erzählen von der Predigt, die ich Sonntag gehalten habe. Ne? Oder ich mache sehr gerne Rätsel. Ich mache sehr gerne Rätsel, dass ich also irgendwie ein Foto mache von irgendeinem Raum in der Kirche oder irgendwo, wo ich war oder sowas. Und dann kommt man darüber also ins Gespräch. Was ich spannend fand, Sie haben mitten im Sommer waren Sie im Krankenhaus, in der Klinik, ja, und haben da ein Foto gepostet von sich aus dem Krankenbett. Und da war ich richtig, ja, ich fand es sehr mutig, weil eigentlich wird auf Facebook ja nur so selbst, ne, dargestellt, was man alles so geschafft hat, die Erfolge. Und da sitzt einer in der Klinik und zeigt sich so. Das fand das ich ist ganz auch wichtig. Mutig. Man muss sich auch zeigen, auch in Schwächen. Mhm. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht der perfekte Pfarrer oder irgendwas sein, sondern ich kann mich in meinen Schwächen zeigen. Wenn ich Schwächen zeige, zeigen mir auch andere Schwächen. Mhm. Sehen glaube, Sie das auch so? Was ist wichtig bei Facebook und Internetseelsorge? Persönlichkeit zeigen, Profil zeigen. Wenn ich von mir selbst nichts preisgeben will als Person, dann kann ich nicht von anderen erwarten, dass sie sich öffnen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Danke fürs Dabeisein. Danke auch für die Gäste, dass Sie da waren. Es war so spannend, dass wir fast die Zeit übersehen haben. Vielen Dank.